Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich bin nicht ganz weg von der Szene oder so, sondern ja, ich war einfach nur mal ein bisschen fauler, ne? Also mit ein bisschen fauler meine ich, ich war sogar ganz schön extremst faul. Lag vielleicht ein bisschen am Wetter, denn ja, am letzten Mittwoch haben wir ja zwar noch gestreamt, aber da war es ja schon ein bisschen arg, würde ich sagen. So, hier muss ich eine Kanone hinmachen, da auch. Und dann gucken wir mal, ob wir hier reingehen können. Und ja, Wetter war jetzt nicht so, entsprach nicht meinen Dingen oder entsprach nicht mir. Also ist nichts für mich. So will ich es mal sagen. So, gehen die jetzt da auch mal rein. Das wäre ganz schick. Ah, ich habe gar keine Kanone mehr. Okay, aber wir haben schon mal den einen Stern. Haben schon mal einen Tagesstern gemacht. Ist ja auch nicht so schlecht. Jo, läuft bei uns nicht. Es läuft bei uns gar nicht mehr hier im Clan Free-to-Play, wo ich heute... Ich wollte gerade sagen, zu Gast bin, könnte man ja schon fast meinen, denn ich habe jetzt die ganze Zeit ein bisschen Helden gebaut und habe hier auch nicht in den Clankriegen teilgenommen. Weiß nicht, ob das vielleicht gar nicht so gut ist, dass ich das nicht gemacht habe. Oh, mein Gegner scheint schon fertig zu sein. Und wir kriegen die Kanone zwar noch, kriegen wir nicht mehr ganz, okay. Und nur weil ich hier jetzt ein bisschen Abstinenz war, dass hier gar nichts mehr läuft. Okay, hat er mich zu 100 gemacht, ist aber nicht so schlimm. Ich wollte hier eh nur den... Tagesstern machen, aber seitdem wir hier auch so ein bisschen umgestellt haben in den Clankriegen, ja, läuft bei uns nicht mehr. Tatsächlich haben wir jetzt zweimal hintereinander, wenn wir hier mal ins Warlock gucken, zweimal hintereinander volle Packungen bekommen, also nicht ganz volle Packung bekommen, aber seitdem die Liste da rot ist, und das sind die letzten beiden Clankriege, haben wir Rathaus 10er mit in den Clankriegen und, ja, da das stockt es oben so ein bisschen, würde ich mal so sagen, denn die Gegner machen unsere Zehner hier mit Masse auf 3. Guck mal, der Marder hat hier gehalten. Marder ist aber noch ein Rathaus 9. Ja, Marder ist nur ein Rathaus 9. Und von daher kann man das hier oben sehr schlecht kompensieren, wenn man vielleicht nicht die richtigere Truppe am Start hat. Ich meine, der Kollege, der den Red Fox gemacht hat und den Khan hier, hat er gut gemacht, das ist eine coole Kombi, können wir ruhig mal reingucken, ist eine coole Kombi, aber sind vielleicht auch nicht die stärksten Bases. Ich meine, der Khan ist auch nicht so lange Rathaus 10 und hat noch komplette Rathaus 9 Defter stehen, das seht ihr, hat aber immerhin zwei Infernos und auch den dritten X-Bogen schon gebaut, also ist noch am Start, aber an den Helden konnte es jetzt in diesem Clankrieg nicht liegen. Also am letzten Clankrieg, das kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen, hat es ein bisschen an den Helden gelegen, denn da hatte der Gegner oben 40er Helden und das macht schon einen Unterschied. 10 Heldenlevel oder wenn nicht sogar 15 Heldenlevel besser als du bist, und die Taktiken waren auch sehr, sehr stark, aber ich habe es ein bisschen verpasst, da ein bisschen was aufzunehmen. Der Krieg ist das leider schon raus, aber der Kollege hier hat beide Angriffe mit der exakt gleichen Armee gemacht. Ich meine, auch der Red Fox heißt er, glaube ich, ne? Ich muss mal gerade gucken, wie heißt er? Der Red Fox, ja, hat auch so eine ähnliche Boxed minus Base, die dann doch relativ schnell oder relativ einfach zu knacken ist, mit Hox. Und da brauchst du gar nichts mit irgendwas anderem kommen, denn die sind, ihr seht das ist schon recht dominant, und das lag jetzt nicht an den Helden, die sind jetzt beim Gegner auch nicht so hoch, 20 und 25, das ist jetzt nicht die Welt, aber schön gemacht, schöner Hogrider-Angriff, und die Taktik werde ich sicherlich mit meinen Zehnern auch mal so ein bisschen probieren, denn die geht so fast auf jede Base. Nicht auf jede Base, aber auch doch sehr, sehr viele Bases. Also vor allen Dingen mal wieder eine Truppe hier genommen, die man gar nicht so häufig sieht, nämlich Golems. Viel wird ja im Moment mit Queen Charge oder Queen Walk gemacht, dann eher weniger, dass man mal hier Tanks vorschickt, aber in dem Fall hier mit der Boxbase klappt das sehr, sehr gut. Karre auch dabei gehabt, ich meine, die haben wir auch immer. Auch wenn wir hier jetzt keine 12er und 13er im Clan haben, da muss ich sagen, wundert es mich doch schon immer ein bisschen. Naja, es wundert mich nicht. Ich meine, wir holen dann unsere großen Accounts zum Spenden, so wollte ich es eigentlich sagen. Aber das war auch dieses hier war sehr, sehr dominant. Und was ich dann gar nicht verstehe, ist, dass hier echt Bases offen blieben. Hier blieben Bases offen, obwohl hier noch so viele Leute ihre Angriffe hatten. Also läuft bei uns nicht, würde ich sagen. Sigi, Mox, das sind alles Leute, die sind schon ein bisschen länger da. Niklas ist hier in den falschen Clan von Lost
Free-to-Play reingegangen, also ein Partnerclan von Trimax, sein Clan. Hauptsache irgendein YouTuber oder so. Und naja, ich meine, die stehen dann alle auf der Blacklist. Murphy unten auch nicht angegriffen. Lancelot ein Angriff. Okay, die können vielleicht unten noch nicht so viel machen als Rathaus 8. Dann immerhin haben sie es ja gemacht, aber dass die Neuner hier dann aufbleiben, das ist mir ein Unverständnis. Und deswegen habe ich jetzt die ganzen Tage auch keinen Clankrieg gestartet. Denn mit wem soll ich hier jetzt einen Clankrieg starten? Wenn wir hier mal reingehen, mit wem soll ich einen Clankrieg starten? Mit denen, die nicht angegriffen haben und demnächst jetzt wieder nicht angreifen. Also müssen wir aussortieren. Romuletta da oben ist sowieso raus als Rathaus 11. Und ich muss jetzt mal eben gucken, wen ich denn eigentlich tatsächlich aussortieren müsste. Wenn ich jetzt ganz, ganz hart bin. Zippy können wir mitnehmen. Okay, Zippy als 10er können wir mitnehmen. Khan raus. Khan ganz klar raus. Mr. Crazy können wir mitnehmen. Das wären dann schon zwei 10er oben. Okay. Dragonheart können wir mitnehmen. Marderline können wir mitnehmen. Hat letztes Mal beide Angriffe gemacht. Ziggy ist sowieso raus. Leela ist auch eh raus. Mox, kein Angriff gemacht. Raus. Ashoro. Als Rathaus 8 war im letzten nicht mit dabei. Den können wir dann mitnehmen. Laurel eigentlich raus. Eigentlich raus, weil kein zweiten Angriff gemacht. Flens können wir drin lassen. Das ist auch merkwürdig. Der Flens dort, der ist Rathaus 8. Und es wird immer ein kleines Rathaus dort angezeigt in der Vorschau. Weiß ich auch nicht. Ist wahrscheinlich ein kleiner Bug oder sowas. Power Murphy. Murphy hat gar nicht angegriffen. Obwohl Flens hat auch den zweiten Angriff nicht gemacht. Sehe ich jetzt gerade. Ich gucke gerade auf einen anderen Monitor. Beziehungsweise ich gucke gerade im anderen Account. Und der FLX hat seinen zweiten auch nicht gemacht. Also sind es jetzt noch 6. Power 2 war im letzten dabei. Den können wir also mitnehmen. Ja, und dann war es das schon, ne? Und dann war es das eigentlich schon. Also können wir einen schönen Fünfer spielen hier. Mit 1, 2 Zehner, 2 Neuner und 1 Achter, würde ich sagen. Dann lassen wir den Power hier unten noch raus. Oder wir lassen die Achter mal ganz raus. Machen wir mal nur 9 und 10, würde ich sagen. Können wir doch mitnehmen den Power. Okay, können wir noch. Ach nee, der Power war das gar nicht, ne? Warte mal, Power. Ey Leute, jetzt bin ich ganz durcheinander. Doch, Power ist drin. So müssen wir es machen und spielen mal einen Fünfer hier. Ich starte jetzt mal einen Fünfer. Mal gucken. Ich meine, 5 von 37 ist jetzt auch nicht gerade Bombe, ne? Aber egal. Wir starten das mal. Und damit ist Dragonheart hier dabei. Zippy ist dabei. Die Reihenfolge passt noch nicht ganz. Ja, Mr. Crazy, Zippy, Marderline, Dragonheart und Power. Ihr könnt euch jetzt hier rumschlagen. Ich schlage mich hier jetzt in so einem freien Spiel rum, um hier noch so ein bisschen weiterzukommen. Ihr seht auch, ich habe im Moment Doppelleiste. Das hinterfrage ich die Tage mal, ob das sinnvoll ist oder nicht. Da stellen wir mal um und testen das mal so ein bisschen, wann das als sinnvoll erscheint und wann nicht. Der ist sinnvoll hier. Fast 3000 Dunkles. Da oben ist kein Bohrer. Dann können wir den eigentlich von hier unten nehmen. Da sind die beiden Bohrer. Hier auf der Ecke ist auch ein Bohrer. Den können wir uns schon mal so holen. Was habe ich denn dabei? Ah ja, okay. Ich muss erstmal hier einen Mauerbrecher setzen. Reicht da einer? Ah ne, nicht ganz. Okay. Dann sind es halt zwei, die ich da setzen muss. Nehmen wir noch ein paar Tanks mit rein. Ein paar von den Supermagiern, also von den Partys. Die Partytypen. Und unsere Packies. Wir haben Helden am Start. Wenn wir sie denn rauskriegen. Und hier haben wir auch ein bisschen Klamburg. Und könnten hier jetzt rüberspringen Richtung Rathaus. Gucken wir mal. Packer weichen mir da, gehen mir da ein bisschen weg. Mal sehen, ein bisschen Wut hier streuen. Na, sieht ganz gut aus. Naja, ich habe, wie gesagt, im Moment so ein bisschen, ich mache nur das Notwendigste hier mit meinen Accounts. Es wird auch wieder Livestreams geben, Leute, ihr braucht mich nicht anschreiben. Es ist alles in Ordnung. Es war jetzt, vermutlich war es nur ein bisschen zu heiß. Denn ihr hattet ja gesehen, am letzten Mittwoch haben wir ja live gestreamt und da war es ja schon so, dass, jetzt geht da mal ein bisschen netter rein, das ist ja, dass mir die Suppe am Arsch runtergelaufen ist, muss ich sagen. Und das Wetter ist jetzt mal, es sind ein paar Grad kühler, aber nicht so wirklich. Also es ist immer noch so tropisch schwül warm und das hat mich jetzt auch am letzten Wochenende so ein bisschen davon abgehalten, mich hier oben hinzusetzen. Es geht hier jetzt. Ist ganz angenehm jetzt zum Aufnehmen hier, aber ich war die ganzen Tage so gut wie nicht hier oben, außer wenn ich mal gelüftet habe. Und dann mache ich natürlich nichts. Ich mache jetzt keinen Livestream vom Handy aus dem Garten oder sowas. Wäre sicherlich mal eine schicke Idee, aber ob das dann so das Wahre ist, weiß ich nicht.
Kann man mal machen. Mal gucken. Keine Ahnung. Oh, den machen wir doch auf Null. Schaffen wir den? Mal sehen. 1:05. Ah, mein King erwischt es jetzt erst. Der hat aber echt gut durchgehalten, würde ich sagen. Queen müssen wir noch ein bisschen leveln hier. Mindestens erstmal jetzt auf 10. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, ich hab jetzt zwar ein bisschen Dunkles und ich werde sie auch weiter leveln auf 10, aber ich habe jetzt überhaupt keine Ressourcen, um mein Labor laufen zu lassen. Also mehrere Probleme hier. Läuft nicht. Läuft absolut nicht. Läuft doch. Ich meine, gut, den haben wir auf 100 gemacht. Ich kann jetzt nicht sagen, der war nicht so gut. Der war so eben so ähnlich wie ich, würde ich mal so sagen. Wir bauen eben mal nach. Spenden braucht man nicht hier. Ein Klankrieg gemacht. Ah, das haben wir auch gemacht. Also passt, geht auch so ein bisschen voran. Also ein bisschen läuft ja doch beim einen oder anderen Account. Ich mache einen kurzen Cut hier. Lass mir mal ein paar Truppen spenden hier. Bodengift nehme ich immer, wird immer gerne genommen. Das nehme ich auch immer ganz gerne mit vom Toto. Der ist nämlich hier im Hintergrund für mich so ein bisschen der kleine Spender. Aber mit dem 10er müssen wir auch ein bisschen was machen. Umfrage hat auch nicht geklappt auf YouTube. Ich war nämlich so schlau und habe die nur für Mitglieder gestellt. Ich dussel, muss ich nochmal machen. Kommt also denn doch was. Aber ich mache jetzt einen kurzen Cut, dann machen wir noch einen zweiten Angriff. Jo, Freunde, wir sind wieder ready. Also wir haben durchgereckt und ja, das, was ich eigentlich eben gesagt hatte, dass wir haben hier auch hohe Accounts, ja, und wir sind sogar 3 von 37, ist der Hammer um diese Zeit. Aber Venom sucht hier noch Unterstützung. Ich meine, ich weiß nicht, ob die Leute, manchmal gucken die auch gar nicht in unsere Clan-Beschreibung rein, denn da steht nach wie vor drin, dass wir, ja, wir suchen, ja, aber nur Rathaus 7 bis Rathaus 10 neue. Ich meine, wenn, ich habe jetzt einen 11er, glaube ich, aufgenommen, ich muss mal gucken, der Surgical Goblin hier, das ist ein Rathaus 11, aber den habe ich auch gleich geschrieben, du, wir nehmen 11er noch gar nicht mit in die Clan-Kriege hier, weil wir halt viel zu wenig sind. Dafür müssen wir jetzt schon so 2, 3, 4 Stück haben, die dann auch immer fleißig hier die Clan-Kriege mitspielen, dass wir dann auch vielleicht dann umstellen könnten, dass wir hier auch so bis Rathaus 11 dann schon mal mitnehmen, aber erstmal nicht. Und dann gibt es ja auch ganz, ganz komische, die hier mal so reinkommen. Hallo Max, Hallöchen. Und dann brauchst du Truppen. Ich habe nämlich ein Gemdono. Hey, kleiner Held, wa? Kleiner Held hier hat ein Gemdono. Okay, dann ist er raus, dann kommt er nochmal rein. Mein Freund, bla bla bla. Ich weiß nicht, was das immer soll. Keine Ahnung. Kann man auch sein lassen. Aber wie gesagt, wir suchen Unterstützung, natürlich. Nur als Elver, ja, ich habe jetzt mal einen angenommen. Ich würde sogar den Venom jetzt wieder einladen. Wir suchen Unterstützung, ja. Aber dann brauchen wir auch ein paar mehr Elfer. Also vielleicht ist er jetzt schon woanders. Nee, ich invite ihn mal. Ich bin ja, ich habe ja ein bisschen Herz, habe ich ja denn doch noch. Oh, ein bisschen Herz ist noch über bei mir. Also ich habe mein Herz jetzt nicht ganz verloren. Sowieso nicht an dem Spiel hier. Manchmal schon. Es gibt so Situationen, die nerven mich unheimlich. Und dann könnte ich das Game auch an eine Ecke schmeißen und sagen, LM, das war's hier. Ah, 2,5 ist ein bisschen wenig. Und naja, mal gucken. Ein bisschen stört mich das auch mit der breiten Leiste unten. Ich weiß gar nicht, bei den kleinen Account hier, da geht das noch so. Ich glaube, das können wir mal umstellen. Ich glaube, wir stellen das mal eben wieder um. Das müsste hier in den Settings gehen. Schwarze Clouds on. Use Extended Bar ist das, glaube ich. Ne? Das ist, glaube ich, direkt on the fly. Ist das umgestellt, man muss nicht nur einloggen. Ja, bei den kleinen Accounts geht das hier. Da habe ich auch nicht so viele Truppen im Moment dabei. Oh, der hat ja auf dem Kopf was. Aber zu wenig Dunkles. Ich brauche das Dunkle und ich brauche ein bisschen Elex, dass ich ein wenig in die Forschung reingehen kann. Okay. Ey, oh, 3-2. Den nehmen wir mit. 3-2, das ist genug hier. Und der hat sogar noch ein bisschen Elex für uns. Und der ist schön am Pumpen hier. Also der Kollege, obwohl der hat auch nur die Queen am Pumpen. Ist das ein Event? Nee, ne? Ist kein Event, ne? Nicht, dass ich irgendwas verpasst habe. So, hier muss ich ganz schnell mal einen Packer setzen. Und dass die dort die Bogenschützenkönige macht. So, da geht das weg. Einmal hier unsere Trubis. Einmal rein hier. Und lass mir mal noch einen Magier offen, glaube ich. Oder 2-3. So, hier könnt ihr rüberspringen. In der Mitte ist eh nicht so viel, ne? Da ist ein bisschen Defense, ja. In der Mitte ist ein bisschen Defense. Da müssen eigentlich jetzt die Riesen reingehen. Ah, da gehen sie auch gleich alle voll in die Bombe rein. Okay, dann heilen wir unsere Special Forces hier mal in der Mitte durch. Und den Gift, ich nehme nie den Gift oder sowas. Ah, für einen King, gerade noch so auf der Ecke erwischt. Okay, der schlägt jetzt aber auch nicht so dolle zu.
nochmal den Zauber hier genommen. Meine Helden brauche ich noch nicht zünden. 757, wo ist denn das dunkle Zeug hier? Da oben können wir schon mal was setzen. Das war die Bauhütte nicht vergessen, hier auch. Die Prozente nehmen wir mit. Ach, die sind alle hier unten. Eieieiei, die sind alle da unten. Okay, und zwar 3 Stück sogar. Shit. Mal gucken, ob wir die jetzt mal mitlaufen lassen. Meine Queen. Ah, die. Lauf mal nach unten, Queen. Das ist gesünder. Okay, die segnet das Zeitliche. Aber meine 3 Packies hier, die kriegen in jedem Fall noch die 3. Die 3 Dinger da. Die 3 Bohrer. Die 3 Dinger da. Denke ich mal, dass sie sich das holen. Mal sehen hier mit den normalen Magiern. Ich weiß gar nicht, warum ich die normalen Magier auch noch dabei habe. Wahrscheinlich so mit reinkonfiguriert. Denn für das Spielchen hier, wo wir ja die 150 Gems verdienen, brauchen wir hier im Rathaus 9 Bereich nur 6 von den etwas kleineren. Und dann holen die mir jetzt auch den allerletzten Bohrer hier raus. Wunderbar. Und wollen hier jetzt sicherlich rein. Was ist denn da eigentlich noch lost? Ah, hier oben die 3 Lager. Okay. Okay, aber eine Minute noch Zeit. Eine Minute noch Zeit. Und die sind ja zu dritt hier, die Kumpels. Oder die Kumpelinen. Oh, schade, der Magier, den hat sich zerfetzt. Okay, noch eine Bombe, jawohl. Aber es geht kein Päcker weit drauf. Aber jetzt ist der erste, ist jetzt doch schon weg. Da sind nur noch 2. Ah ne, sind immer noch 3. Donnerwetter. Da gehen wir gut durch heute. Nicht schlecht, Päckerdame hier. Aber nach außen gehen die jetzt nicht mehr, um mir die 3 Lager da noch zu holen, die auch echt gut befüllt sind. Ah doch, die gehen doch mal nach außen. Aber die Kanone... Schaffen wir. Prima. Wenn die da jetzt durch die Mauer kommen. Okay, ist noch keine ganz Max-Mauer. Jetzt geht ruhig beide auf 1. Dann kriegen wir vielleicht noch 1, 2. Jetzt auf die Factory oder... Na okay, dann war es das jetzt auch. Die gehen nicht mehr nach unten, alles klar. Aber 3, 2, das war jetzt in Ordnung für mich. Okay, der Zipi braucht hier ein paar Loons. Die kriegt er gleich von einer meiner anderen Accounts. Und dann würde ich sagen, als Einstieg in die Woche war es das erstmal. Ja, vielleicht wird sie irgendwann wieder laufen. Mal sehen, aber jetzt spielen die Jungs und Mädels erstmal einen knackigen Fünfer hier. Der ist jetzt auch gefunden hier. 2 Zehner, 3 Neuner. Ja, okay. Das, keine Ahnung, ob das schaffbar ist. Wir gucken uns mal so einen Zehner an hier. Und oh, der ist knackig. Okay, 40er, Queen, 33er, King. Alles klar, Max Base, Rathaus. 10, da hat in jedem Fall jemand was zu tun. Was ist mit dem 10er hier? Warum ist der da? Ach so, das ist ein Angie, alles klar. Okay, ich denke mal, die Jungs und Mädels werden das hier schon irgendwie reißen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und bleibt an den Livestreams dran. Umfrage werde ich jetzt demnächst dann auch nochmal öffentlich machen und nicht nur für Mitglieder, denn die gibt es auf diesem Kanal nicht. Bis dahin, habt einen coolen Wochenstart. Euer Toto. Tschüss.